Jetzt reicht's! Hör endlich auf! Niemand braucht deine Hilfe! Und schon gar nicht dabei, die Welt zu retten! Weil niemand in einer Welt leben will, in der ausgerechnet du den Helden spielen darfst! Du bist kein Held! Du bist ein Riesenarsch! Und du wirst uns alle umbringen! Aber du checkst es nicht, weil wir alle viel zu nett zu dir sind. Ach, Rufus, der meint es doch nicht so. Natürlich meinst du es so. Aber willst du mal wissen, was wir wirklich denken? Wir denken, hau ab! Wir denken, warum stirbst du nicht endlich? Du willst uns doch helfen, oder? Toll! Warum tust du es dann nicht? Warum stirbst du nicht einfach? Wow. Das war... Wow! Mir geht es plötzlich richtig gut. Ich fühle mich so... befreit. Ich könnte Bäume ausreißen. Ich... Oh, Rufus. Alles okay? Boso! Alte Piratensocke! Du bist wieder da! Ja, verdammt. Sieht so aus, was? Oho. Also, worauf warten wir noch? Wir müssen zum Rebellenlager. Warte nur kurz, bis ich meinen Mantel angezogen habe. Oh Mann, was für ein Ausraster. Vielleicht ist es gar nicht so schlecht, sich von Zeit zu Zeit mal daneben zu benehmen. Ich war so sauer, so gemein und das erste Mal seit langem so richtig ehrlich. So gesehen, bist du am Ende vielleicht doch einer von den Guten, was? Ich würde mir an seiner Stelle vielleicht erstmal die ganze Kotze aus dem Gesicht wischen. Und eigentlich hatte ich ja gedacht, also eigentlich muss ich ja zugeben, ich dachte, das Baby kotzt ihm in den Mund. Und dass er dann die ganzen Depressiva drin hat und dann ein glücklicher kleiner Boso wird. Großer Boso in dem Falle. Aber zum Glück ist der Poki doch entweder nicht so eklig wie ich. Oder er hat sich gedacht, Alter, sowas Ekliges können wir nicht ins Spiel bringen. Das überschreitet sämtliche Grenzen. Im Gegensatz zu Pädophilen, zu schwarzen Affentänzerinnen und überhaupt zu allen zum Tod. Hier zur getöteten Gohl und bla bla bla. Nein, aber Kotze im Mund überschreitet dann doch Grenzen. Two boys, one... Okay, ich muss hier raus. Boso? So kenne ich meinen Boso. Unbeugsam, voller Tatendrang und steht immer im Weg rum. Ja, wir kommen ja gerade nicht raus, ne? Komm schon. Ja doch, ich bin ja gleich soweit. Ich glaube, der Mantel zwickt ein bisschen, hier ist ein Sparschwein. Hat er nicht gesehen. Oh. Rosa Schal? So, bist du dann soweit? Klar, auf geht's. Jetzt bin ich gespannt. Und du bist dir sicher, dass das Rufus ist? Ganz sicher. Oder glaubst du ernsthaft, dass mehr von der Sorte rumlaufen? Nun, ich hätte da eine Antwort drauf, die niemandem gefallen würde. Komm endlich rein. Ja, lass uns rein. Na gut. Du hast mich überzeugt. Ihr dürft rein. Yeah! So, nochmal kurz mit Boso quatschen. Was tun wir als nächstes? Wir? Also ich gehe jetzt da rein und du kannst meinetwegen wieder nach Hause gehen. Was? Aber ich bin doch gerade erst aufgestanden. Als dein Arzt sage ich dir, du solltest dich lieber schonen. Wir wollen ja nicht, dass du einen Rückfall bekommst und gleich wieder plemplem wirst, oder? Tja, dann gehe ich mal rein. Hallo. Galef, was lungerst du da rum? Und wo ist der Rest? Die machen gerade eine Vollversammlung. Eine was? Was soll denn das für eine Vollversammlung sein, so ganz ohne mich? Oder Janosch? Und du und Liebold seid doch auch hier. Wir sollen die Tür bewachen. Ist denn niemand von der alten Truppe bei der Vollversammlung? Das ist ein Skandal. Ich werde mir diesen sogenannten neuen General mal vorknöpfen. Das geht jetzt nicht. Der General will nicht gestört werden. Und was passiert, wenn der Organon angreift? Wird er nicht. Der Organon hat sich zurückgezogen. Wir kommen also immer noch nicht rein? Was ist denn das hier für ein Etappenkram, Scarlet? Also man kann über den Krieg sagen, was man will. Der Look ist einfach cool.
Naja, wenn ich so rumlaufen würde auf der Straße, ich bin sicher, es gibt ein paar nette Passanten, die mir einige Groschen an den Kopf werfen würden. Was muss ich tun, damit du mich reinlässt? Willst du einen gefälschten Ausweis? Soll ich dir Abführmittel ins Essen rühren? Das wäre der Klassiker. Es gäbe da schon eine Sache. Ich wusste es. Ich will eine größere Rolle. Bitte was? Ja, ich habe mir zur Vorbereitung für diesen Job viele Kriegsmusicals angesehen. Und derjenige, der das Tor bewacht, darf nicht mal im Chor mitsingen. Dabei habe ich einen hervorragenden Bariton. Könnte der besessene Oberst sein. Greift an, folgt meinem düsteren Blick. Mein Säbel ist gezückt, der Bart juckt wie verrückt. Pff, nee, lass mal. Ja, damit hätte man den Krieg auf jeden Fall schon gewonnen. Sparschwein. Lustige Idee. Ein Selbstporträt als Sparbüchse. Kriegen wir das auf? Nö. Na gut, hier ist die Tür. Nicht stören. Vollversammlung. Voll von wegen. Voll sinnlos vielleicht. So ohne mich. Aber ist schon sehr sicher gemacht mit dem Rebellenlager, ne? Hier mit dieser Doppelabsperrung. Ich geh da jetzt rein. Nix da. Die Tür bleibt zu. Hinder mich doch dran, Würstchenarm. Okay, der will eine größere Rolle. Wie können wir ihm die geben? Ich muss da jetzt rein. Gibt es nicht irgendwas anderes, was du haben willst? Ich könnte der undurchsichtige Schurke sein, der sich letztlich als Freund herausstellt. Er hat sich aus dem Staub gemacht, bei Nacht und Dämmerlicht. Doch mitten in der Schlacht kommt er wie aus dem Nichts. Wer hätte gedacht, was für ein guter Freund er ist? Tanz mit mir den Twist-Ending-Twist. Yeah. Nee, lass mal. Oh mein Gott. Ich muss da jetzt rein. Gibt es nicht irgendwas anderes, was du haben willst? Ich könnte dir... Okay. Herr will eine größere Rolle. Ja, Ich probier mal gerade was. Sparschwein. Ich hoffe, da ist nicht mehr drin als 6 Slotti. Ansonsten gibt es hier unten eine Inflation und plötzlich ist das Geld nichts mehr wert oder die Sachen sind nichts mehr wert. Oder warte mal, bevor ich jetzt da hingehe, vielleicht kann ich dann auch June freikaufen. Oh, das wäre ein Traum. Hallo. Warte mal. Hast du jetzt etwa die 5 Slotti? Oh, bitte. Gib sie mir zurück. Ich weiß nicht. Wie macht doch gleich ein Affe? Keine Ahnung. Wie denn? Na so. Das hat ja gut geklappt. So, können wir denn jetzt... Können wir June wieder befreien? Ich will June befreien. Ich will, dass wir wieder glücklich sind. Hier. Nein. Ich sollte hier nicht mehr... Sonst lernst du... Ach. Lustige Idee. Ein Selbstporträt als Spaß. Ja, das hat man ja schon mal. Das scheint ja nicht so gut zu klappen. So, ich will auf jeden Fall die Nukleinsäure. Kriege ich die dafür? Ich hab die Moneten. Die 5 Slotti? Nein, ich meinte, ich hab genug, um die Nukleinsäure zu kaufen. Unmöglich. 6 Slotti? Tatsache. Ich dachte nicht, dass es solche Mengen an Geld wirklich gibt. Jetzt muss ich nur noch irgendwie drankommen. Viel Spaß dabei. Ach, ist das schön bescheuert alles. Das ist sie. Die Nukleinsäure, mit der ich Gol wieder groß bekomme. Zum Glück scheint der Zylinder noch heil zu sein. Und der Fisch war da auch schon vorher drin. Ja, und selbst wenn, der ist ja Biomasse. So. Hat sich jetzt, wenn wir wieder reingehen, ist er immer noch am Klimpern? Ja, ne? Ja. Dann ist ja gut. Ich dachte schon, hat sich jetzt wieder was geändert, aber na gut. Okay. Nukleinsäure. Aber ich glaube, da kriege ich die Goal nicht selber groß mit. Da muss ich die Goal erstmal mitnehmen irgendwie. Huch! Was ist denn hier passiert? Wo ist Goal? Die Höhle hat uns ausgespuckt. Oli ist weggelaufen. Na, wenigstens ist euch nichts passiert. Aber Asti? Bitte wer? Den Namen Asti höre ich zum ersten Mal. Außerdem würde ich mich doch erinnern, wenn da noch ein drittes Balk gewesen wäre. Ich würde sagen, ihr seid vollzählig. Du und na, Dingens hier.
Na, nicht weiter wichtig. Viel wichtiger ist ja, wo ist Goal? In den Unheil gelaufen. In den Tunnel da hinten? Ach, dann kann sie ja nicht weit sein. Du bleibst hier bei... Na, hier halt. Nicht Gretchen alleine lassen. Das heißt alleine lassen. Mit A. Also wirklich. Och, Alter, was für ein herzloser Bastard das ist. Goalie. Ach, sieh an. Miets, miets, put, put. Putti, putti, put. Goalie, Schrott sei Dank. Warte, nicht bewegen. Ich komme jetzt da runter und rette dich. Die Frage ist natürlich nur, wie? Wie ist sie da noch runtergekommen? Das ist eine gute Frage. Harre aus, ich rette dich. So, Rohr, Rohr, erstmal Fenster. Ich glaube, ich weiß genau, wohin das... Nee, kann nicht sein. Das kann nicht das richtige Fenster sein. Huhu. Keiner da. Ach, das ist da unten irgendwo. Was? Rohr, Rohr, Rohr. 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 Da, Rohr. 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 Das war also doch nicht das Gitter nach oben. Hätte mich auch stark gewundert. Rohr. 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 Mist, wie komme ich da hin? Gar nicht. Vor allem, wie komme ich hier von hier wieder zurück? Die kann es aber nicht einfach machen, diese Goal. Ja, ich würde sagen, wir kommen jetzt auch gar nicht mehr zurück, also auch nicht mehr... Naja, was soll's. Hier ist ein Fenster, das ist schon mal ganz gut. Ansonsten können wir ja, glaube ich, nicht viel machen. Wir müssen mit Ihmchen hier auch irgendwie wieder zurückkommen. Können wir mit dem Bandwurm eigentlich jetzt mal so gefragt? Nein, da wollte ich ja gar nicht hin. Durch den Kriechgang? Das wird nicht funktionieren, glaube ich. Kann ich vielleicht... Nee, das wird... Warum... Oder ein... Mist. Kann ich den Bandwurm vielleicht da reinstecken? Da ist der Wurm schon drin. In deiner Röhrenpost vielleicht. Was passiert, wenn ich jetzt wieder in den Kriechgang gehe? Also zurück zu den anderen. Moment. So, und dann würde ich sagen, probiere ich doch nochmal ganz kurz. Passiert da irgendwas? Da kommt nichts mehr. Die meisten Organons sind ja auch schon an Bord des Hochboots. Das ist Hochbootverrat. Okay, da kann ich gerade nichts machen. Was habe ich hier noch alles? Das sind nur die Mädels und er und da die beiden und da ist Janosch. Ansonsten kann ich hier auch nichts machen. Wozu brauche ich dann den Schraubenzieher? Fragen über Fragen über Fragen. Ach so, hier komme ich ja gerade eh nicht weiter. Scheiße, Mann. Hier komme ich auch nicht weiter. Mann. Hier hängt man auch immer fest. Keine Zeit für Spaziergänge. Was? Wie? Keine Zeit für... Was soll ich denn jetzt machen? Hier ist ein Abdruck. Ich habe es nicht nötig, Beweise zu fälschen. Immerhin stehe ich ja nicht vor Gericht. Wie? Hä?
Elysium-Bild, Elysium, wir haben doch nur Elysium-Bilder. Was soll ich denn jetzt hier ihm geben? Hat er noch irgendwas dabei? Ein Babyfon, vielleicht. Es ist gerade so, da möchte ich. Nur die Nukleinsäure, aber die brauchen wir doch. Hallo? 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 Oh nein, abgeschmiert. Ach, leck mich doch, da muss ich alles wieder spielen. Oh nein! Ah, jetzt geht's wieder. Komisch, was war da denn los? Das erledige ich lieber allein. Gol soll wissen, welcher Rufus sie gerettet hat. Hä? Und er kann gerade nichts übergeben, wie es aussieht? Das ist aber super merkwürdig. Also ist er der Einzige, wo es theoretisch weitergehen kann, ne? Aber damit war also eine... Eine faire Auszahlung. Dann gehe ich nochmal raus. Kann ich hier vielleicht mit dem Bandwurm einen der Beamten erledigen? Von hier aus kann ich sie nicht aufhalten. Glück gehabt, Organons. Ja, da haben sie schon Schwein gehabt. Okay, jetzt war ich... Jetzt bin ich wieder ein bisschen ratlos. Wir können hier ein bisschen rumeiern. Boah, die Wege sind auch so lang dann immer. In die Krankenstation kommen wir ja gar nicht mehr rein. Schade. Kiste. Können wir die nun wieder zumachen oder was? Ihm können wir den Bandwurm ja auch nicht geben. Auf der Krankenstation können wir auch nichts, also beim Gefangenenlager können wir auch nichts machen. Können wir den Bandwurm vielleicht einmal da reinhängen? Um etwas per Rohrpost zu versenden. Ja, natürlich. Das heißt, hier können wir momentan auch gar nichts machen. Mit der Zahnbürste den Bandwurm putzen. Das heißt, man soll sich nach dem, aber niemand so kleiner. Ja, natürlich. Oder den Bandwurm verkleiden. Da bleibt eigentlich nur noch eins. Da können wir ja... Hier können wir eh gerade nichts machen. Die beiden anderen Rufwurzel können auch nichts machen. Dann gehe ich mal durch das Schott. So. Den Bandwurm an die Mädels. Die freuen sich doch. Hier, guck mal. Wollt ihr mal eine richtig kante? Ach, ja. Nein. Oh, schon nicht. Okay, das mit den Mädels kann ich vergessen. Dann gebe ich... Huch. Einmal mal den Bandwurm. Hier, Janosch, du freust dich über... Der Bandwurm könnte mit viel Fantasie und gutem Willen als Seilersatz in Frage kommen. Ja. Aber damit warte ich lieber, bis es eine faire Auszählung gegeben hat. Also eine, bei der ich gewinne. Das ist natürlich toll. Hier, dein Bandwurm. Ich weiß, was wir als Seil verwenden können. Halte es lieber für dich, solange es keine neue Abstimmung gab. Wir dürfen nicht zulassen, dass dieser Clown da die Aufstiegscodes holt. Organon Outfit. Ich habe eine Idee. Wir könnten uns verkleiden. Und dann stiften wir Verwirrung. Und dann nutzen wir unsere unglaubliche Fähigkeit, das Chaos zu beherrschen, Ja, jetzt habe ich den Faden verloren. Ich glaube, alles, was dieser Plan braucht, ist noch ein bisschen Feinschliff. Antragsformular immer gut. Ich würde ja eine neue Stimmauszählung beantragen. Leider fehlt mir das entsprechende Formular. Okay, eine Rohrpost. Ich würde ja eine leider... Okay, ein Schraubenzieher. Ich probiere einfach alles aus. Ich habe eine Idee. Willst du mir etwa schon wieder einen Bandwurm anhängen? Viel besser. Du musst nur diese Rohrpostleitung da hinten mit diesem Schraubenzieher hier aufhalten. Oh, und was soll das bitte bringen? Na, schau doch mal hin. Er sitzt genau in der Schussbahn. Und sobald eine Rohrpost des Weges kommt... Flumm. Oh, das könnte sogar hinhauen. Vorausgesetzt natürlich, es kommt eine Rohrpost, bevor mir die Arme abfallen. Dafür werde ich schon sorgen. Ich bin gleich wieder da. Na, da muss man ja erstmal drauf kommen, Freunde. So, wir gehen schon mal raus. Und jetzt ganz schnell... Holter die Polter. Durch den Kriechgang. Da muss man echt erstmal drauf kommen. Also,
Das war jetzt nichts Geplantes, das war nur wieder ein, ich probiere verzweifelt alle Gegenstände mit irgendwas aus. Halt, wir haben ein Antragsformular und wir bestellen uns noch einen Schraubenzieher. Können wir immer mal. So gut. Was werde ich denn mal beantragen? Ich würde sagen, auf jeden Fall einen Schraubenzieher. So. Holla, Strich. Ja. 5-5. Ja, so. Beeil dich, komm. So, Holla, Strich 5-5. Und jetzt mit der Rohrpost, ab dafür. Jetzt bin ich mal gespannt. Na? Dauert ein bisschen länger heute, da habe ich ja noch Zeit zurückzugehen. Ich dachte, jetzt kommt eine Sequenz. Dann bin ich mal gespannt, wie Cowboy Dodo zahnlos seine nächste CD aufnimmt. Aber das erfahren wir wohl erst in der nächsten Folge. Natürlich. Außerdem haben wir in der heutigen Folge natürlich gelernt, manchmal muss man sich einfach ein bisschen auskotzen oder / ein bisschen ankotzen lassen, damit es einem wieder besser geht. Hilft einem ja manchmal. Also, warum nicht einfach mal mitten ins Gesicht kotzen lassen? Das Leben ist schön, sei du es auch.